Eine großartige Möglichkeit, die wir haben, ist, dass wir Bibelverse in unser Gebet einbauen können. Dadurch wird unser Glaube gestärkt und wir bringen zum Ausdruck: Gott, ich verlasse mich darauf, dass du dein Wort hältst, dass du tust, was du versprochen hast. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Ich habe es schon seit einiger Zeit auf dem Herzen, hier im Studio ausführlicher mit dir über das Thema Gebet zu sprechen. Ich möchte dich nicht nur daran erinnern, wie wichtig das Gebet ist, sondern auch, dass es ganz unkompliziert ist und dass Gott deine Gebete erhört. Viele Menschen beten nicht, weil sie das Gefühl haben, dass sie nicht gut genug sind oder dass Gott ihre Gebete nicht erhört. Vielleicht haben sie etwas falsch gemacht und meinen, sie könnten erst beten, wenn sie ihr Leben in Ordnung gebracht haben. Aber du sollst wissen, nichts in deinem Leben wird je in Ordnung kommen, solange du nicht betest. Gott will dir helfen. Das möchte ich betonen. Vielleicht bist du vom Glauben abgekommen. Vielleicht hat der Teufel dir eingeredet, dass Gott böse auf dich ist. Nun, es gibt schon Momente, in denen Gott zornig ist, aber er bleibt es nicht. Er ist kein zorniger Gott. Das Erste, was du begreifen solltest, ist, dass Gott dir helfen will. Doch das wird er nicht, solange du ihn nicht bittest. In Jakobus Kapitel 4, Vers 2 sagt die Bibel ganz deutlich: Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Es gibt so viele wunderbare Bibelstellen zum Thema Gebet. Eine weitere in Jakobus spricht davon, dass Gott uns gerne hilft, ohne uns Vorwürfe zu machen. Denk einmal darüber nach. Er sagt nicht: Okay, ich überlege mir mal, ob ich dir helfe, verdient hättest du es eigentlich nicht. Er hält uns unsere Fehler nicht vor. Nein, wenn Gottes Kinder ihn anrufen, dann eilt er ihnen zu Hilfe. Die beste Veranschaulichung dafür habe ich mit meinen eigenen Kindern erlebt. Unser jüngster Sohn tat sich früher etwas schwer mit Disziplin. Statt seine Aufgaben zu erledigen, spielte er lieber. Häufig tat er nicht das, was wir von ihm erwarteten. Wir hatten eine kleine Liste mit Hausarbeiten für ihn, die er jeden Tag erfüllen sollte. Er war zu dem Zeitpunkt ungefähr 10, 12 Jahre alt, vielleicht sogar noch etwas jünger. Also dachten wir uns ein Belohnungssystem für ihn aus. Er bekam kleine Häkchen, wenn er seine Aufgaben erledigte. Füttere den Hund, mach dein Bett, tu deine Kleidung in den Schrank und so weiter. Wenn er genug Häkchen hatte, bekam er einen Stern. Und wenn er genug Sterne hatte, bekam er eine Belohnung. Nun, das mag bei der Kindererziehung helfen, aber so geht Gott nicht mit uns um. Auf jeden Fall erinnere ich mich, wie er draußen spielte und ein kleiner Tyrann aus der Nachbarschaft ihn schikanierte. Das war ein gemeiner Junge, der in unserer Straße wohnte und es oft auf unseren Sohn abgesehen hatte. Wir ließen meistens eine Tür auf, also hörten wir, wie er schreiend hereingerannt kam: Papa, Papa! Und wisst ihr was? Kein einziges Mal hat mein Mann gesagt: Joyce, kannst du mal bitte einen Blick auf Dannys Aufgabenliste werfen, um zu sehen, ob er auch alle seine Häkchen hat? Wenn ja, dann helfe ich ihm, wenn nicht, muss er sich selbst helfen. Nein, mein Mann kam immer zu Hilfe. Das heißt nicht, dass wir ihn im Hinblick auf die unerledigten Aufgaben nicht auch ansprachen oder korrigierten. Damit es keine Missverständnisse gibt, Gott korrigiert durchaus unser falsches Verhalten. Aber nur weil wir etwas falsch gemacht haben, bedeutet das nicht, dass er uns nicht mehr hilft, wenn wir Hilfe brauchen. Ich habe den Eindruck, dass es viele Menschen gibt, die deutlich mehr Hilfe von Gott in Anspruch nehmen könnten, sich aber alleine durchkämpfen. Statt Gott um Hilfe zu bitten, versuchen sie, die Dinge selbst hinzubekommen. Weißt du, Gott ist an allem interessiert, was dich betrifft. An allem. Du kannst mit ihm über alles reden.
Manchmal vergeistlichen wir das Gebet zu sehr. Wir machen etwas viel zu Kompliziertes daraus. Gebet bedeutet schlichtweg, mit Gott zu reden. Ganz gleich, was dich gerade beschäftigt oder was du brauchst, du kannst mit Gott darüber reden, in dem Wissen, dass er dich hört. Wenn das, worum du ihn bittest, seinem Willen entspricht, wird er es dir geben. Wenn es seinem Willen nicht entspricht, heißt das nicht, dass er dir nicht antwortet. Er gibt dir dann zwar nicht unbedingt das, was du dir wünschst, doch oft gibt er dir etwas Besseres. Er gibt dir etwas, das deinen Horizont übersteigt. Du darfst wissen, dass du Gott ganz viel bedeutest. Ich glaube, wir alle müssen das regelmäßig hören. Du bedeutest Gott ganz viel und er hat einen guten Plan für dich. Selbst wenn du Mist gebaut hast, lauf nicht vor Gott weg, sondern zu ihm hin. Ich weiß, da sind heute viele Zuschauer, die das hören müssen. Es gibt Hilfe für dich, aber du bittest nicht darum. Ich habe eben Jakobus Kapitel 4 erwähnt, eine sehr gute Bibelstelle, die mich wirklich weitergebracht hat. Hier ist der gesamte Vers 2. Ihr begehrt und habt nichts, ihr schmiedet Pläne und tötet und bekommt nichts. Jesus sagte, dass Hass wie Mord ist, den man im Herzen begeht. Das heißt nicht, dass man jemanden tatsächlich umbringt. Aber man kann so von Neid verzehrt werden, dass man völlig vergisst, sich zu fragen, Moment mal, habe ich Gott überhaupt um das gebeten, was ich mir wünsche? Häufig schmieden wir unsere eigenen Pläne ohne Gott. Ich höre es nicht gerne, wenn Menschen sagen, ich habe alles ausprobiert, tja, jetzt kann nur noch Beten helfen. Gebet sollte unsere erste Option sein, nicht unsere letzte. Jakobus sagt hier weiter, ihr seid neidisch auf das, was andere haben und könnt es nicht bekommen. Also kämpft und streitet ihr, um es ihnen wegzunehmen. Jetzt hört zu, doch euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Also Folgendes ist wichtig, glaube, dass du Gott um alles bitten kannst. Ich sage immer, bitte Gott um alles. Im schlimmsten Fall bekommst du es eben nicht. Und selbst dann kannst du Gott vertrauen, dass du es nicht bekommen hast, weil es entweder nicht der richtige Zeitpunkt oder die richtige Sache war. Gott liebt dich. Er ist nicht böse auf dich, sondern er möchte dir Gutes tun. Aber weißt du was? Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Das steht in Hebräer 11, Vers 6. Gott ist ein Belohner, kein Bestrafer. Wiederum, ich sage nicht, dass Gott unser Fehlverhalten nicht anspricht und korrigiert, aber er tut es, weil er ein guter Gott ist. Das ist der Kern seines Wesens. Er ist gut. Ich liebe es, wie die Bibel das ausdrückt. Selbst wenn wir untreu sind, bleibt Gott treu. Um ganz persönlich zu erleben, wie gut Gott ist, müssen wir ihm glauben, und dieser Glaube drückt sich darin aus, dass wir ihn um Dinge bitten. Gebet ist eine Art, wie unser Glaube freigesetzt wird. Eine andere Art ist, die Wahrheiten der Bibel auszusprechen, zum Beispiel, indem wir sagen, ich glaube, dass Gott gut ist und dass er mir aus seinem großen Reichtum, den ich in Jesus Christus habe, alles geben wird, was ich brauche. Eine großartige Möglichkeit, die wir haben, ist, dass wir Bibelverse in unser Gebet einbauen können. Dadurch wird unser Glaube gestärkt und wir bringen zum Ausdruck, Gott, ich verlasse mich darauf, dass du dein Wort hältst, dass du tust, was du versprochen hast. Gott möchte uns helfen, doch dazu ist unser Glaube erforderlich. Wir müssen ihn bitten. Gebet ist sowohl unser größtes Privileg als auch unsere größte Verantwortung. Watchman Nee sagte, Gebet ist sowohl der wunderbarste Akt in der geistlichen Welt als auch das größte Mysterium in der geistlichen Welt. Warum ist Gebet ein Mysterium? Vermutlich, weil es die Frage aufwirft, weshalb will Gott, dass wir ihn um etwas bitten, was er auch ohne unsere Bitten tun könnte? Bitte versteht das. Gott kann alles. Er ist allwissend und allmächtig. Es gibt nichts, was er nicht tun kann oder nicht weiß. Da Gott meine Not kennt und sie lösen könnte, warum tut er es dann nicht einfach? Warum muss ich ihn erst bitten?
Nun, das ist das Mysterium, das Geheimnis. Aber es läuft darauf hinaus, dass Gott alles mit uns zusammen machen will. Er lädt uns ein, seine Partner zu sein. Wenn du Jesus dein Leben anvertraut hast, wenn du glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dass er heute lebt und dich liebt, dann möchte Gott dein Partner in allen Bereichen deines Lebens sein. Er möchte in alles einbezogen werden. Häufig wünschen wir uns, dass Gott uns die Arbeit abnimmt. Aber Gott ist vielmehr daran interessiert, die Arbeit durch uns zu tun. Ich habe entdeckt, wenn ich für eine bestimmte Sache bete, dann höre ich nicht immer sofort etwas von Gott. Ich erlebe auch nicht unbedingt sofort eine Veränderung. Aber häufig kommt mir, nachdem ich gebetet habe, eine gute Idee, was ich tun könnte. Ich glaube, dass diese Ideen oft von Gott stammen. Wie es im Buch der Sprüche heißt, Gott bringt unsere Gedanken in Einklang mit seinem Willen. Das ist ein Weg, wie Gott zu uns spricht. Er schenkt uns Ideen und Gedanken. Uns gehen zwar auch viele Gedanken durch den Kopf, die nicht besonders gut sind, aber es gibt gute Gedanken, die von Gott kommen und die Gutes in unserem Leben bewirken können. Zum Beispiel betete ich vor einigen Jahren für mehr Kraft. Herr, ich fühle mich oft so müde. Ich brauche mehr Energie, wenn ich weiterhin die Aufgaben erfüllen soll, die du mir gegeben hast. Ich brauche mehr Kraft. Bitte gib mir mehr Kraft. Als Antwort bekam ich nicht sofort einen großen Kraftschub, aber etwas später kam mir der Gedanke, ich glaube, ich sollte anfangen, jeden Tag spazieren zu gehen. Also fing ich an, jeden Morgen entweder draußen spazieren zu gehen oder auf meinem Laufband zu trainieren. Und wow, ich sag dir, meine Kraft nahm zu. Gott erhörte also mein Gebet, aber nicht durch einen übernatürlichen Kraftdownload. Er zeigte mir etwas, das ich tun konnte, und das habe ich schon so häufig erlebt. Es gibt noch etwas, das wir uns vor Augen halten sollten, und das begeistert mich. Wenn wir für jemand anderen beten, dann schenkt Gott oft auch der Person aufgrund unseres Gebets bestimmte Gedanken. Es kann beispielsweise sein, dass du versucht hast, eine Person davon zu überzeugen, dass sie Jesus braucht. Aber bisher ist sie darauf nicht eingegangen. Fängst du jedoch an, für sie zu beten, kann Gott ihr den Gedanken schenken, dass sie eine Beziehung zu Jesus braucht. Es ist erstaunlich, wie oft wir uns eine prächtige Idee selbst zuschreiben, obwohl es Gott gewesen ist, der sie uns eingegeben hat. Deshalb ist das Gebet so spannend. Gott gibt uns das unglaubliche Vorrecht, seine Partner zu sein. Diese Partnerschaft ist eigentlich ganz einfach. Gott trägt seinen Teil bei und wir tragen unseren Teil bei. Das ist wie bei unserer Partnerschaft mit dir, wenn du unsere Arbeit unterstützt. Durch deinen Beitrag hast du Anteil an allem, was wir tun. Wenn ich mich auf einer Missionsreise in Afrika befinde, dann bist du ein Teil davon, obwohl du physisch gesehen nicht mitkommst. Aber du hast Anteil. Gott möchte ebenfalls in alle Bereiche unseres Lebens einbezogen werden. Ich mag es nicht, wenn Menschen Gott in eine Sonntagmorgenschublade stecken. Sie gehen jeden Sonntag in die Kirche und öffnen eine Stunde lang ihre kleine Schublade, in der sie Gott untergebracht haben. Und nachdem sie ihre religiöse Pflicht erfüllt haben, machen sie die Schublade wieder zu und versuchen, den Rest ihres Lebens allein zu meistern. Weißt du was? Gott möchte in jeden Bereich deines Lebens involviert sein. Das bewirkt unser Beten. Markus 9, Vers 23. Was soll das heißen? Wenn ich kann, fragte Jesus, alles ist möglich für den, der glaubt. Und Markus 11, Vers 24. Hört auf meine Worte. Ihr könnt beten, worum ihr wollt. Wenn ihr glaubt, werdet ihr es erhalten. Hier steht nicht, dass wir es unbedingt sofort erhalten. Hier steht nur, dass wir es erhalten werden. Deshalb müssen wir, nachdem wir Gott um etwas gebeten haben, weiter an unserem Glauben festhalten, dass Gott am Werk ist. Selbst wenn wir nicht bekommen, was wir gerne hätten, können wir glauben, dass er etwas Besseres für uns hat, zur rechten Zeit.
Ich möchte dir eine Frage stellen. Wie oft betest du? Damit meine ich nicht, wie viel Zeit verbringst du mit geneigtem Kopf und gefalteten Händen. Das ist zwar auch gut, es ist gut, besondere Zeiten zu haben, in denen man im stillen Kämmerlein betet, aber ich meine eher, wie oft redest du mit Gott im Laufe des Tages? Das ist etwas, was ich praktiziere und wozu ich auch dich auffordern will. Ich bete den ganzen Tag hindurch. Ich weiß nicht, wie viel ich heute schon gebetet habe oder wie viel ich vor Tagesende noch beten werde. Ich führe nicht Buch darüber, damit ich stolz darauf sein kann, eine bestimmte Anzahl von Minuten gebetet zu haben. Das ist eher so, wenn ich etwas Gutes erlebe, danke ich Gott dafür. Wenn Sorgen aufkommen, werfe ich sie auf Gott. Wenn ich sehe, dass jemand eine Not hat, an der ich nichts ändern kann, bete ich dafür. Ich sage nicht nur, das tut mir leid. Ich sage auch nicht nur, ich werde später für dich beten. Nein, ich bete sofort. Du kannst überall beten, wo du bist. Du kannst im Auto beten, du kannst im Supermarkt beten, du kannst überall kurz beten. Du musst deine Gebete nämlich nicht unbedingt hörbar aussprechen. Es können stille Gebete sein, die von Herzen kommen. Ich habe hier diverse Berichte von Gebetserhörungen, von denen ich dir ein paar vorlesen möchte. Jamie aus Pennsylvania schreibt, als mein Mann vor einem halben Jahr seine Arbeitsstelle verlor, habe ich euch das als Gebetsanliegen geschickt. Dann hatte ich den Eindruck, dass der Heilige Geist mich aufforderte, online nach Arbeit für meinen Mann zu suchen. Auf diesem Weg fand ich einen Job, der meiner Meinung nach perfekt zu ihm passte. Er bewarb sich noch am gleichen Abend per E-Mail. Am nächsten Tag schlug ich vor, schau doch mal persönlich bei der Firma vorbei und reiche deinen Lebenslauf ein. Er tat es und wurde auf der Stelle eingestellt. Ich denke, dass eure Gebete und der Glaube unserer Familie meinem Mann geholfen haben, diesen Arbeitsplatz zu bekommen. Okay, denk mal darüber nach. Sie schickte uns ein Gebetsanliegen. Und du darfst wissen, wenn du uns ein Gebetsanliegen schickst, dann beten wir auch wirklich dafür. Jedes Anliegen wird außerdem an eine Gruppe von Gebetshelfern weitergeleitet, die sich verpflichtet haben zu beten und Gott um sein Eingreifen zu bitten. Wenn du uns kontaktierst, beten wir für dich. Diese Frau sandte uns also ihr Gebetsanliegen und daraufhin gab Gott ihr die Idee, online nach Arbeit zu suchen. Dann kam ihr ein weiterer Gedanke, nämlich ihren Mann zu ermutigen, persönlich bei der Firma vorbeizuschauen. Er ging darauf ein, er saß nicht untätig herum und wartete darauf, dass jemand an seine Tür klopfen und sagen würde, wir möchten Sie gerne einstellen. Gebet soll anregen, das zu tun, was Gott von uns möchte, aber das Gute ist, dass er uns dabei hilft. Genauso wie Gott Jamies Gebet erhört hat, wird er auch deine Gebete erhören. Bete mehr denn je, bete für kleine Dinge, für die du noch nie gebetet hast. Bete auch für große Dinge, die deine Vorstellungskraft sprengen. Ich liebe Epheser 3, Vers 20, wo es heißt, und wenn du den Vers kennst, liebst du ihn bestimmt auch, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Gott möchte also, dass wir mutig beten. Er möchte, dass wir für Dinge beten, die wir uns gar nicht richtig vorstellen können. Ich pflege zu sagen, ich bitte Gott lieber um viel und bekomme nur einen Teil davon, als ihn um wenig zu bitten und alles davon zu bekommen. Die Bibel ermutigt uns, im Namen Jesu zu beten. Und es gibt viele Verse in der englischen Amplified Bibel, die erklären, was das bedeutet. Ich möchte euch ein paar davon vorlesen. John 14, 13 und 14. Johannes 14, Verse 13 und 14. Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten, das heißt, Gott alles präsentieren, was ich bin, und ich werde eure Bitten erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Bittet um was ihr wollt in meinem Namen, präsentiert alles, was ich bin, und ich werde es tun. Warum sagen wir im Gebet ständig, ich bitte im Namen Jesu? Weil wir uns nicht selbst präsentieren. Das sollten wir auch nicht. Gott erhört unsere Gebete nicht, weil ihr von unserem guten Ruf so beeindruckt ist.
Er erhört unsere Gebete nicht, weil wir etwas Besonderes geleistet haben oder häufig in die Kirche gehen. Er erhört unsere Gebete, weil wir im Namen Jesu zu ihm kommen. Wir verlassen uns auf seine Person, auf das, was Jesus für uns getan hat. Genau das solltest du auch tun. Im Namen Jesu zu Gott kommen und erwarten, gehört zu werden. Ich glaube, dass Gott sich dir erweisen will. Ich glaube, dass er dir zeigen möchte, wie viel er in deinem Leben tun kann. Aus dem Grund ermutige ich dich, gleich im Anschluss an diese Sendung, Gott im Gebet die Dinge anzuvertrauen, die dir Sorgen bereiten. Die Bibel sagt uns in Philipper 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Wenn du heute etwas brauchst, dann bitte darum. Falls du finanzielle Sorgen hast, bitte Gott um Hilfe. Frag ihn, ob du etwas tun kannst, um die Situation zu verbessern. Bitte Gott, dir Gunst zu schenken. Vielleicht brauchst du eine Arbeitsstelle. Vielleicht bist du schon länger vergeblich auf der Suche. Nun, dann bitte Gott doch um offene Türen. Gott kann dafür sorgen, dass du bei Vorstellungsgesprächen einen guten Eindruck machst. Du wirst erstaunt sein über all das, was Gott für dich tun will, wenn du ihn nur darum bittest. Lesen wir noch ein paar weitere dieser Gebetserhörungen. Laura aus Michigan. Ich hatte lange nichts von meiner Tochter gehört, die Alkoholikerin und drogenabhängig ist. Sie hat zwei Kinder, 14 und 17 Jahre alt. Dann betete Joyce bei einer Konferenz für unsere Kinder. Als ich an dem Abend den Anrufbeantworter abhörte, hatte meine Tochter angerufen und gesagt, dass sie mich vermisst und mich lieb hat. Sie sagte, sie sei auf dem Weg der Besserung. Gott ist so gut. Ich bin von Herzen dankbar für Menschen, die beten, denn Gebet bewirkt definitiv etwas. Machst du dir Sorgen um deine Kinder oder betest du für deine Kinder? Das ist eines der häufigsten Gebetsanliegen, das wir bekommen. Menschen wollen, dass wir für ihre Familienangehörigen beten. Ich glaube, oft werden diese Gebete erhört. Schreib uns, wenn du eine Gebetserhörung erlebst. Das ist uns wichtig. Bei fast jeder Konferenz bete ich für die Kinder der Teilnehmer. Und das ist das erste Mal, dass mir jemand geschrieben hat. Das Gebet wurde erhört. Aber ich glaube, dass derartige Gebete auch schon zu anderen Zeiten erhört wurden. Also bitte schick uns nicht nur deine Gebetsanliegen, sondern erzähl uns auch, wenn sie erhört wurden. Eunice aus Kanada schreibt, vor einigen Monaten bat ich euch um Gebet, dass ich schwanger werden würde. Mein Mann und ich hatten es schon seit mehreren Jahren versucht. Ich bekam eine sehr ermutigende Antwort von euch mit Bibelversen, die ich jeden Tag lesen sollte. Stellt euch vor, jetzt bin ich in der 13. Schwangerschaftswoche. Ich freue mich riesig. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Es ist an der Zeit, dass du Gott um Dinge bittest, um die du ihn noch nie gebeten hast. Und vergiss nicht, manchmal dauert es, bis du eine Gebetserhörung erlebst. Vielleicht nur eine kurze Zeit, vielleicht aber auch länger. In diesen Wartezeiten wird dein Glaube geprüft. Denk also immer daran zu sagen, ich glaube, dass Gott am Werk ist. Wichtig dabei ist auch, dass die Worte, die aus deinem Mund kommen, im Einklang mit dem stehen, was du von Gott erbittest. Wenn du zum Beispiel betest, dass dein Kind von Drogen loskommt, dann sag nicht zu einer Freundin beim Mittagessen, ich habe solche Angst, dass mein Kind nie von den Drogen loskommt. Wenn wir glauben, dass Gott in unserem Leben wirkt, dann muss sich dieser Glaube auch in dem äußern, was wir sagen. In der Bibel steht, dass wir weiter an der Hoffnung festhalten sollen, die wir bekennen. Das heißt, selbst wenn es den Anschein hat, als würde Gott nichts tun, dann sag weiterhin, Gott ist in meinem Leben an der Arbeit. Es gibt viele wunderbare Bibelstellen zum Thema Gebet. Um sie zu finden, kannst du eine Konkordanz aufschlagen oder online nachschauen. Das Internet macht heute alles viel einfacher. Du musst im Browser nur eingeben, Bibelverse zum Thema Gebet. Und schon hast du eine lange Liste mit Bibelversen, die dich ermutigen können. Also,
Nimm dir das zu Herzen und fülle deine Gebete mit dem, was Gott in der Bibel sagt. Zum Abschluss noch ein wichtiger Gedanke. Markus 11, Vers 25. Doch wenn ihr betet, dann vergebt zuerst allen, gegen die ihr einen Groll hegt, damit euer Vater im Himmel euch eure Sünden auch vergeben kann. Viele Menschen beten zwar, haben aber Unversöhnlichkeit im Herzen. Deswegen ist es gut, sich jeden Tag, bevor man betet, zu fragen, ob man auf irgendjemanden wütend ist. Gott vergibt dir und er will, dass du auch anderen vergibst. Wir sind für Sie da. Rufen Sie uns an. Unser Team hilft Ihnen gerne weiter. Wir erleben, dass die Vorträge von Joyce für zahlreiche Menschen eine echte Hilfe sind. Deswegen ist es uns ein großes Anliegen, noch mehr Sendungen zu produzieren und weiterhin vielen Zuschauern neue Hoffnung zu schenken. Das geht nur, wenn viele mithelfen. Sind Sie dabei? Dann spenden Sie jetzt. Direkt online auf joyce-meyer.de/mithelfen. Vielen Dank. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich zu einem mobilen Krankenhaus wie diesem hier komme. Es ist oft einfach nur ein Feld, auf dem es nichts gibt. Und dann entsteht dort ein gut strukturierter Ort für medizinische Hilfe. Zum Teil sind es die gleichen Krankheiten wie zu Hause, aber manchmal sind es auch seltene Krankheiten, die wir in Europa nicht haben. Die Patienten sind sehr bescheiden und dankbar. Sie hoffen einfach, dass wir ihnen helfen. Ein Mann konnte nicht so gut sehen, also versuchten wir es mit einer Brille. Ich fand den Moment so schön, als er die Brille aufsetzte. Er hat sich so gefreut und sagte, ich kann lesen. Hier in der Ambulanz begegnen wir so vielen Menschen, die endlich die Hilfe bekommen, die sie schon lange brauchen. Und wir sind dankbar, dass sie alle das möglich machen. Sie sind ein Teil von dem, was wir hier tun. Ihre Spende hilft Menschen mehr, als sie sich vorstellen können.